Warum möchtest du Lobbyboy werden? Möchte das nicht jeder? Hier im Grand Budapest. Und so begann mein Leben. Junior Lobbyboy in der Lehre unter dem gestrengen Kommando von Monsieur Gustave H. Viele der hochgeschätzten und distinguierten Gäste des Hotels kamen seinetwegen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Sie war übrigens eine Granate im Bett. Sie war 84. Ich hatte schon ältere. Damals lernte ich auch Agatha kennen. Sie ist charmant. Sie ist so charmant. Flirtet er mit dir? Ja. Ich gebe euch meinen Segen. Ich wurde sein Schüler und er sollte mein Mentor und Beschützer werden. Die Polizei ist hier. Sag ihnen, ich bin gleich da. Sie wurde ermordet und sie denken, ich war es. Halt! Stehen geblieben! Du siehst so gut aus, meine Teure, wirklich. Ich weiß nicht, welche Creme die im Leichenschauhaus benutzen, aber die möchte ich auch. Hiermit verkünde ich Madame D.'s letzten Willen. Monsieur Gustave H. vermache ich das Gemälde Junge mit Apfel. Wow. Was? Wer ist Gustave H.? Das bin wohl leider ich, mein Teurer. Wenn ich erfahre, dass Sie Mutter jemals angerührt haben, lebend oder tot. Ich gehe mit all meinen Freunden ins Bett. Wir brauchen einen Überlebensplan für dich. Versteck das. Es ist verschlüsselt und du brauchst vielleicht eine Lupe zum Lesen. Aber da steht, wo und wie du den Jungen mit Apfel findest. Ich bin Bäckerin und keine Hehlerin oder wie das heißt. Ich will Straßensperren im Umkreis von 50 Kilometern. Ich will Gleissperren im Umkreis von 100 Kilometern. Rein hier! Ich will 50 Mann und 10 Bluthunde in 5 Minuten. Nur weil er Einwanderer ist, können Sie ihn doch nicht verhaften. Hände weg von meinem Lobbyboy! Wurdest du schon mal von der Obrigkeit vernommen? Ja, es gab da einen Anlass. Für was? Nach dem Wüstenaufstand wurde ich von den Rebellen verhaftet und gefoltert. Gut, dann weißt du ja Bescheid. Klappe. Entweder du behältst das für dich und leidest darunter dein Leben lang, oder du erzählst deiner Mutter alles. Sie hat das Recht, es zu erfahren. Wo wohnst du jetzt? Wie bitte? Du und Barbara, ihr habt euch doch getrennt. Oder seid ihr etwa schon geschieden? Ist eine jüngere Frau im Spiel? Es reicht. Ja. Tja, siehst du, dann hast du schlechte Karten, Liebes. Wie reizend.